Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video der Serie Angezockt, in welchem euch heute mal ein anderes Spiel, nämlich ein Horrorspiel, der Monologist vorstellen möchte. Wie das Spiel schon verrät, ist es diesmal ein bisschen anders als sonst. Also geht in die Richtung Mystery, Thriller, Psycho-Horror, also machen wir uns nichts vor. Aber könnt ihr es alleine spielen oder mit bis zu 4 Spielern, also im Koop-Modus. Und Ziel ist es dabei, böse Geister an verfluchten Orten zu finden, zu identifizieren und mit Hilfe unserer Ausrüstung auszutreiben. Klingt für mich ein bisschen wie Ghostbusters, wer von euch das noch kennt, oder auch der Exorzist, nur halt auf Gegenstände bezogen. Vermutlich. Das müssen wir nochmal herausfinden, ob dem wirklich so ist. Also Leute, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, ich schreie euch hier echt nicht in Grund und Boden, weil ich ja doch immer etwas schreckhaft bin. Das Spiel ist nichts für schwache Nerven, glaube ich. Von daher, tief durchatmen und los geht's. Ich habe Angst. Oh, man darf hier nicht reden. So. Singleplayer. Bohrer, Level 1. Difficult easy, jawohl. Was muss ich machen? Ausrüstung? Brauche ich irgendwas? Kann ich mir alles eh nicht leisten, weil ich noch bei 0 bin. Gut, von daher legen wir mal los. Ah, beginnen. Auf geht's. Ah. Wähle eine Karte. Die da? Karte. Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann fangen wir mal an. Okay. Eine Kommandozentrale oder was ist das hier? Noch bin ich bei 100%. Kameraquelle ändern. Aha. Metaphysical Intelligence. Ist da gerade was gehuscht? Ey, ich habe das doch gerade gesehen im Augenwinkel. Ich gucke jetzt auf die Kamera. Ich mache jetzt nichts anderes. Da, schon wieder. So, das ist ein Blatt. Na gut. Was gibt's hier? Machen kann ich hier nichts. Ah, was haben wir hier? Auch nichts. Oh, hier. Was auch immer du bist. Da haben wir noch was. Ein Kompass. Und du? Kein Platz mehr für. Ja, Leute, dann auf geht's. Oh mein Gott.
Nutze ich das? Da geht's hoch. Gott, das ist so dunkel. Oh, krass, wie düster. Keine Ahnung, ob ich. Ah, Lichtschalter. Gute Idee. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas untersuchen muss. Oder einfach nur durchs Haus latsche. Warum ist das hier alles so kaputt? Was ist das? Okay, die Atmosphäre ist schon mal gut. Was war das? Da war eine Flasche. Hier war doch eben was. Doch irgendwer eben was aufgemacht. Das ist ja genau das Richtige hier für mich, ey. So, jetzt ist es passiert. Ich habe jetzt schon vollkommen die Orientierung verloren. So, links oder rechts? Alter, wie sieht das hier aus? Ah! Oh mein Gott! Ah! Hilfe! Okay, du hast nicht funktioniert. Hallo. Oh. Do you want to play with me? Nein, will ich nicht. Oh, links oder rechts, ja. Hm.
Hört! Ey, wie fängt man dieses Zeug ein? Hallo, wofür habe ich den Kram hier eigentlich? Schon der zweite Geist. Und ich kann hier nichts machen. Zeig dich. Tablet. Einführung. Na Mensch, das hätte man mal wissen sollen. Ja. Bla bla. Leitfaden, was muss ich da machen? Also. Die meisten paranormalen Aktivitäten haben schwerwiegende Auswirkungen auf deinen Geisteszustand und stürzen dich in die Tiefen des Wahnsinns. Geister jagen den Verstand. Sie können deine Angst spüren und werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich zu schwächen, damit sie sich von deiner Lebenskraft ernähren können. Es liegt in deinem eigenen Interesse, dich in gut beleuchteten Bereichen aufzuhalten, um deine geistige Gesundheit zu bewahren. Wir raten auch dringend davon ab, längere Zeit paranormalen Aktivitäten ausgesetzt zu sein, da dies verheerende Auswirkungen auf die geistige Gesundheit hat. Ach, ich weiß, was du denkst, aber Boss, müssen wir nicht den Geist suchen und herausfinden, welche Art von Beweisen er hinterlässt? Müssen wir. Es geht um die Balance, Anfänger. Aha. Aus diesem Grund haben wir uns mit einigen der führenden pharmazeutischen Wissenschaftler zusammengetan, um ein starkes, schnell wirkendes Benzodiazepin zu entwickeln, das bei Angstzuständen hilft. Es wurde mit einem Antipsychotikum gemischt, um zu verhindern, dass es in einem Zustand der Psyche fällt. Dieses Medikament wird passenderweise als Beruhigungstabletten bezeichnet. Bla bla bla, ich will wissen, was ich hier machen muss. Beweise. Ah. EMF Stufe 5? Ja. Ich hätte irgendwie überhaupt, wie ich mit Geistern umgehe. Manchmal finden wir mit unserem Elektroglas ein harmloses Wesen. Manchmal brauchen wir Beweisfotos. Wer weiß, vielleicht gehen wir auf Schnitzeljagd, aber ich komme hier vom Weg ab. Wie auch immer, denke dran, Roki, diese Aufgaben sind optional und obwohl die Belohnung ziemlich gut ist, lohnt es sich nicht, sich dafür umbringen zu lassen. Stelle sicher, dass du vorbereitet bist und lass dich auf keinen Fall für ein paar hundert Dollar in ein Geisteressen verwandeln. Was muss ich dann machen? Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ein super Intro hier. Super Demo. Man weiß überhaupt nicht, was man da machen soll. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas nicht gemacht. Okay. Meine Überlebenschancen sind extrem gering. Super. Ein Kinderspiel. So, nun, da war ein Geist drin. Puh. Ich sehe nicht mal, was hier ist.
Bett, guck an. So. Ich habe keine Ahnung, ne? Also. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Wo ist der Lichtschalter? Boah, die sehen ja gruselig aus. So, wo bist du? Komm raus. Pass auf, gleich geht die Tür zu. Irgendwie sowas. Ich traue dem Braten hier nicht. Komisch, komisch. Irgendwie eine Geheimtaste? Ein Buch? Bestimmt irgendwie sowas. Und dann geht hier irgendeine Tür auf. Oder auch nicht. Okay. Mir geht so die Pumpe, ey. Hier kommt mit Sicherheit gleich einer. Ich hab's im Gefühl. Angel. Da war was. Leuchtet was. Hallo. 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 Wo ist der Lichtschalter? Natürlich gibt es hier keinen, doch. Oh. Nicht gut.
Okay. Auch nicht gut. Hilfe. Okay, ich bin in der Werkstatt, kein guter Ort für einen Geist. Überhaupt kein guter Ort. Keine Ahnung. Hier geht auf jeden Fall nicht. Was haben die mit Absicht gemacht? Böse Geister. Okay, das sollte man auch lernen. Lichtschalter anlassen. Was ist das denn? Ist ja überall aus hier. Oh, hier ist noch an. Okay, das ist das Zimmer mit dem Bett. Ist da wer drauf? Uiemine. Boah, Alter, nichts geht in den Keller. Gleich geht die Tür hinter mir zu. Oh Gott. Hilfe. Ich habe Angst. Ich finde ihn nie wieder raus. Das kann nicht richtig sein. Okay, hier passiert irgendwas.
Hä? Leute, habt ihr das gesehen? Das hat hier voll gezittert. Und jetzt ist das Zittern weg. Hab ich den jetzt eingefangen? Nee, das glaube ich. Ich bin irritiert. Eigentlich wollte ich jetzt nur wieder nach oben. Aber ich glaube, ich habe... den Ausgang verloren. Leute? Wo bin ich? Ah. Dachte. Ah! Was ist das? Wo geht's hier wieder raus? Ich glaube, ich sterbe gleich. Das Licht war eben noch nicht an. Ah! Wo bist du? Komm raus! Zeig dich! Ich weiß, dass du hier bist. Oh, Mami, fertig. Ich bin hinüber. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Und ich bin verloren. So, die Tür hast du also zugemacht, weil ich war es nicht. Die ist ein Stuhl. Ich kann mich auf dem nicht hinsetzen. Zeig dich. So, da brennt's. Da wieder ausgemacht. Aber sehen tue ich nichts. Ich weiß nicht mal, wofür dieses Zeug hier gut ist. Wow. Okay, ich bin tot. Lustig. Toll. Was warst du jetzt? Aha. Siehst du ein solides Foto? Mhm. Sorge dafür, dass die Geisterkerze ausgepustet. Okay, Exorzismus habe ich auch nicht. Ja, super abgeschnitten. Das war ja
sehr aufschlussreich. Ja, also mein Fazit zum Spiel. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen überrascht über das plötzliche Ende, weil ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, was da jetzt eigentlich so wirklich passiert ist. Ist ein bisschen schade. Jetzt weiß ich natürlich nicht, woran das lag, weil ihr seht, das ist eine Demo-Version. Also ich wollte es einfach mal ausprobieren, um zu gucken, ob sich da vielleicht der Schritt zum Kaufen wirklich lohnt. Und so seht ihr das halt auch. Und ich muss sagen, atmosphärisch ist das Spiel top. Kann ich nicht anders sagen. Es ist düster, es ist, keine Ahnung, es ist, man muss es selber spielen, glaube ich. Ich habe hier tatsächlich bei mir das Licht ausgemacht, weil ich einfach viel zu wenig gesehen habe. Und wenn man dann hier in seiner dunklen Bude sitzt, dann wirkt das Spiel ziemlich realitätsnah, als ob man wirklich da in einem dunklen Kellerloch sitzt und man sieht nichts. Von daher atmosphärisch top. Was ich leider ein bisschen schade fand, das weiß ich jetzt nicht, ob das der Demo einfach geschuldet ist, ist die Steuerung bzw. überhaupt die Handhabung meiner Werkzeuge. Ich wusste gar nicht so richtig, wofür sind die jetzt, wie nutze ich die. So wie es jetzt für mich den Anschein gemacht hat, hatte ich nur eine Kapazität von 3 Slots, die ich nehmen konnte. Und wenn ich mich zurückerinnere an den Anfang, waren da noch 2 andere, 2 oder 3, weiß ich nicht. Und die konnte ich aber nicht mehr aufnehmen. Also jetzt könnte man meinen, okay, man muss sich vielleicht am Anfang entweder für 3 entscheiden und auf gut Glück hat man jetzt 3 richtige ausgewählt und ich hatte jetzt wirklich das Pech, dass ich 3 verkehrte Werkzeuge ausgewählt habe. Also ich die Geister gar nicht damit hätte einfangen können per se. Das kann durchaus sein, weshalb es vielleicht wiederum durchaus Sinn macht, mit mehreren zu spielen, weil dann kann man sich die Gegenstände nämlich aufteilen und die Chance erhöhen, die Geister zu fangen. Wäre jetzt so meine Theorie. Ob dem wirklich so ist, kann ich nicht sagen, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Ja, ich hätte gerne irgendwie einen Geist eingefangen. Ich habe ja welche gesehen, aber ich wusste ja gar nicht, was ich machen sollte. Da könnten sie durchaus was verbessern, weil ich sag mal so, andere Spiele haben auch Demos und da wird man aber schon richtig ins Spiel eingeführt, wie was funktioniert und das hat mir hier tatsächlich gefehlt. Von daher mal so ein Wink an die Entwickler. Das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial und ich würde es mir auch kaufen, wenn es irgendwie im Angebot wäre. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel vielleicht sogar selber auch habt und ob es euch gefällt und wenn ja, warum oder auch wenn es euch nicht gefällt, wenn ja, warum. Ich würde mich freuen und ich denke alle anderen, die sich das Video anschauen, auch, um einfach da nochmal eine gewisse Referenz zu haben, was für oder gegen dieses Spiel spricht. Das war soweit mein Video zum Spiel Demonologist aus der Serie Angezockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.